Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin sehr gespannt, so gespannt, dass ich gar nicht abwarten konnte, dass ich das Video drehe. Normalerweise drehe ich ja die Videos meistens am selben Tag oder einen Tag vorher, aber nein, ich drehe dieses Video fast eine Woche, bevor es online kommt, weil ich so gespannt bin, wie die Produkte sind. Ich habe neulich eine E-Mail bekommen von Asam, wo sie mich gefragt haben, welche Produkte ich gerne auf meinem Kanal vorstellen möchte und testen möchte für euch. Und ich habe geschrieben Make-up. Und dann fiel mir ein, es gibt ja gar nicht wirklich viel Make-up von Asam. Das hat sich jetzt geändert. Überraschung. Und heute an diesem Tag kommen die Produkte raus. Deswegen habe ich gedacht, okay, ich mache das Video gleich für euch fertig. Denn Asam kennt ihr. Ich habe euch schon ganz viel Hautpflege von denen gezeigt. Es gibt jetzt aber dekorative Kosmetik. Und das ist für mich als Beauty-Make-up-YouTuber natürlich nochmal ein ganz, ganz anderes Level. Weil Skincare ist immer sehr differenziert. Für manche funktioniert es, für manche funktioniert es nicht. Ich komme mit der Skincare von Asam sehr, sehr gut klar. Aber Make-up ist etwas einfacher mit euch zu besprechen und euch auch zu demonstrieren und zu zeigen. Ihr seht halt sofort einen Effekt. Wenn ich eine Antifaltencreme benutze, werdet ihr in den nächsten 20 Minuten des Videos keinen Effekt sehen. Weswegen ich mich freue, dass es jetzt Make-up gibt. Freunde, und ich habe hier ganz exklusiv, wohlgemerkt, Produkte, die es ab heute erst gibt. Und ich darf sie euch heute vorstellen. Ich kriege kein Geld dafür, wenn ihr irgendwas kauft oder so. Ihr wisst, ich arbeite mit Asam regelmäßig zusammen und auch sehr, sehr gerne. Ich mag die Produkte sehr gerne. Umso mehr freue ich mich, dass ich die Make-up-Produkte jetzt für euch auch testen darf. Es gibt das Magic Finish. Das ist der Aufbau dieser ganzen Kollektion. Ihr kennt das. Das ist einmal dieses Schätzchen hier. Das ist so eine Creme-Mousse. Die habe ich schon mal getestet. Ich mag sie auch sehr gerne. Vor allen Dingen im Sommer, weil sie sehr, sehr leicht ist. Eine leichte, mittlere Deckkraft hat, aber sehr ebenmäßig macht. Ich habe aber etwas anderes vor heute. Ich verlinke euch das Video von dem Magic Finish von früher einmal hier in dieser Ecke. Es gibt aber ein neues Produkt. Und das ist das Magic Finish Summertime. Also die dunklere Version für den Sommer. Und als ich das gesehen habe, ich habe vorher eine PR-E-Mail bekommen, wo ich gefragt wurde, hey, hast du Lust, die Sachen zu testen? Möchtest du die haben? Habe ich mir die Sachen angeguckt und dachte mir, wenn das mal nicht eine gute Alternative zu einem sehr, sehr teuren Produkt ist. Denn ihr wisst, es gibt sehr, sehr teure Produkte aus dem High-End-Luxus-Bereich. Und es gibt Lippenstifte, eine kleine Lidschattenpalette und Mascara und Blush. Und die Inhaltsstoffe sind ganz spannend und das will ich euch so ein bisschen erzählen. Ich habe die Sachen selber noch nicht ausprobiert. Es ist also ein First Impression. Und ich würde als erstes einmal Foundation auftragen. Das Magic Finish habe ich ja schon mal für euch getestet. Ich möchte aber das Magic Finish Summertime testen. Und zwar als Dupe-Alternative zu dem Chanel Char du Soleil, diesem Bronzer Mousse. Es sieht von der Farbe her 1:1 so aus. Von der Textur her 1:1. Das ist ein bisschen mousiger, wo ich aber glaube, dass es sich besser verblenden lässt. Und das möchte ich als Cream Contour Bronzer Dupe zu dem Chanel Ding testen. Ich bin sehr gespannt, ob das klappt. Ich glaube ja. Wir haben hier eine Mascara. Wir haben drei wunderschöne Lippenstiftfarben. Und ich hatte euch letzte Woche gefragt, ob ihr Make-up für etwas reifere Haut sehen wollt. Und ich glaube, dass das eine gute Sache sein könnte. Das Magic Finish an sich funktioniert komplett ohne Puder. Es sieht besser aus, wenn ihr es nicht pudert. Puder ist ein ganz großes Problem, falls ihr etwas stärkere Fältchen schon habt. Falls ihr 20 oder jünger seid, kennt ihr wahrscheinlich noch nicht. Aber wenn ihr älter seid, dann ist das Problem, dass Puder und Make-up sich gerne in Falten absetzt. Wir machen jetzt einmal Foundation drauf. Ich habe schon ein bisschen Creme drauf, ein bisschen Primer, ein bisschen Color Correction. It's necessary. Und ich benutze meine Wet n Wild Foundation und trage mir die einmal auf. Ich bin tatsächlich sehr gespannt, wie die Sachen sein werden. Weil wenn eine Marke mit Make-up rauskommt, vor allen Dingen die neu in dekorativer Kosmetik ist, ja, also Asam ist ja keine neue Marke, aber dekorative Kosmetik ist neu für sie, dann muss das sitzen. Foundation matcht meine Haut wirklich perfekt. Ich habe jetzt auch probiert, so ein bisschen eine etwas mattere Foundation zu benutzen. Das Magic Finish ist ja matt. Und dieses Summertime, das ist einfach dunkler. Gehe ich von aus. Es hat aber auch Lichtschutzfaktor 12 mit drin. Ich sage es einfach nur dazu. Wir wissen, dass das keinen Sonnenschutz ersetzt. Es ist aber ein schönes Add-on. Und das Magic Finish ist ja auch etwas mousiger und etwas mattierender. Genauso wie die Foundation hier. Das ist die Wet n Wild Original Foundation. Und die arbeite ich mir einfach schon mal in mein Gesicht ein. Ihr seht, Color Match perfekt. Und so können wir auch, glaube ich, ganz gut sehen, wie das Ganze auf meiner Haut aussehen wird. Weil, wenn das klappt, Freunde, was kostet denn dieses Chanel? Ich google das mal, Sekunde. Das Produkt von Chanel kostet 46 Euro und da sind drin
Ah, das ist das Kleine. Okay, das ist das Kleine. Also die kleine Version kostet 64 €. Hier steht nicht mal die Menge drin. Beschreibung? 30 Gramm. Okay, hier sind auch 30 Gramm drin, aber ich blende euch den Preis einmal hier ein. Also es ist definitiv günstiger. Und wenn es aus Deutschland kommt, sowieso eine schöne Sache. Okay, Foundation sitzt einmal. Wir werden als erstes dieses Contouring Bronzing Produkt austesten. Concealer mache ich dann im Anschluss. Es kommt hier einmal in diesem klassischen Töpfchen. Ich trage das Magic Finish am liebsten, vor allen Dingen im Sommer, mit meinen Händen auf. Ich finde, das verschmilzt dann besser mit der Haut. Ich nehme jetzt aber als erstes mal hier meinen Beauty-Schwamm. Gehe hier ganz leicht rein. Das ist sehr mußig. Und das gebe ich mir hier hin. Schaut mal. Ich gebe mir das hier rauf. Und da sieht es erst dunkel aus, aber dann verblende ich das. Und es verschwindet so leicht. Nicht, dass es weg ist, sondern es sieht krass. Also nochmal, ich gebe mir hier was hin und kann das dann perfekt einblenden. Nochmal auf der anderen Seite. Ich habe was drauf. Und blende mir das dann hier in die Haarlinie ein. Und das verschmilzt so mit der Foundation. Seht ihr es hier? Und dann gehe ich hier einfach rüber. Okay, krass. Meine Mütze sieht jetzt gerade ein bisschen komisch aus. Ich habe jetzt meine Haare noch nicht gemacht. Das ist 7 Uhr. Ihr seht, es ist nicht so ultra warm. Ich swatch euch das einmal ganz kurz hier auf meinem Arm. Also hier bin ich natürlich jetzt sehr, sehr hell. So sieht das einmal aus. Ich war eben auch so ein bisschen so, okay, das ist aber ganz schön dunkel. Wenn ihr das verblendet, dann verschmilzt das so ein bisschen und gibt euch so einen ganz leichten, gebräunten Effekt. Und vor allen Dingen, es ist mattiert. Also ich müsste jetzt den Bereich nicht mehr mit Puder setten, weil es sehr natürlich aussieht. Okay, Freunde, krasse Sache. Das ist eine ganz zarte Tönung, ne? Also erwartet da jetzt nicht hier die größte Deckkraft, die es gibt, aber overall ist es ein wunderschönes Produkt. Viele von euch, ihr kennt das Magic Finish schon und ihr mögt das sehr, sehr gerne. Ich mag das auch. Vor allen Dingen im Sommer, wenn ich nicht Full Coverage Foundation, Concealer, Puder, dies, das, jenes haben möchte, sondern nur diesen leichten Effekt. Auch in Kombination kann ich mir die beiden Produkte gut zusammen vorstellen, weil sie einfach von der Textur her gleich sind. Sehr leicht, das eine ist nur etwas dunkler. Und ich finde, das ist eine schöne Alternative zu dem teuren Chanel-Produkt ist, weil das Finish einfach sehr natürlich ist. Sehr matt. Ich kann mir auch das Produkt gut vorstellen ohne Foundation. Aber ihr kennt mich, Foundation und ich, ne? Ich würde einmal kurz meine Base fertig machen. Ein bisschen Concealer, ein bisschen Puder unter den Augen. Und dann machen wir weiter mit einem Blush, wo ich sehr gespannt bin. Okay, Freunde, die Base ist einmal drauf. Also jetzt auch noch mal im gesätteten Zustand hier. Im gesätteten Zustand seht ihr, dass ich das Gesicht komplett bräunen konnte. Ich könnte jetzt theoretisch sogar noch mal hier rüber gehen, selbst wenn ich hier schon gesättet habe, um die Kanten auszublenden. Und dann seht ihr auch ein bisschen besser den Bräunungseffekt. Natürlich, meine Foundation war jetzt etwas dunkler. Ich habe das so ein bisschen schon mal angepasst, weil ich dachte, dass es zu dunkel ist. Krass. Ich kann selbst über eine gepuderte Stelle rübergehen mit dem Produkt, ohne dass es das Produkt wegnimmt. Weil die Textur halt schon recht mattierend ist, funktioniert das. Das ist sehr spannend. Okay, also das ist auf jeden Fall bis jetzt ein Go. Ich möchte jetzt weitermachen mit einem Blush. Ich mag Blushes gerne. Das ist der Satin Blush mit Hyaluronsäure. Verpackung sieht einmal so aus. Und hier soll Hyaluronsäure mit drin sein. Satin Touch Textur, ultra feine Farbpigmente, perfekter Halt. Der Satin Blush mit Hyaluronsäure verbindet sich durch die ultra feinen Farbpigmente mühelos mit der Haut für ein perfektes Ergebnis. Der pfirsichfarbene Rosé-Farbton Peachy Rose schenkt dem Teint durch einen vollflächigen Auftrag Frische und Ausstrahlung. Präzise und intensive Akzente kreieren einen dramatischen Look.
Sind wir präzise oder sind wir dramatisch? Also, das Ganze kommt hier in einer Pappverpackung. Hier sind 11 Gramm mit drin. Das edle Etui ist mit einem großen Spiegel ausgestattet. Und das ist alles so Kupfer. Das ist, wie gesagt, diese Magic Finish Line. Und so sieht die Farbe einmal aus. Ich bin da auch schon mit meinem Finger einmal reingegangen, Freunde. I'm sorry. Und ich nehme jetzt einfach einen fluffigen Pinsel und gehe da rein. Es sieht sehr fein aus. Und es sieht so aus, als hätte es einen ganz feinen Schimmer mit drin. Und ich hole euch mal ein Stückchen heran, oder? Okay, so könnt ihr einmal wirklich schön diesen Bronzing- und Skin-Effekt sehen. Ich gehe jetzt mit dem Blush hier rauf. Okay, she's pigmented. Wow. Krass, das kommt in der Kamera gar nicht so rüber wie in echt. Der ist sehr pigmentiert, aber der hat so einen ganz zarten Schein hier. Ist es jetzt ein dramatischer oder ist es jetzt ein natürlicher Look, Freunde? Ich gebe mir das hier auf meine Apfelbäckchen und dann blende ich das hier so hoch. Und das ist einfach immer noch Pigment am Pinsel. Ich könnte damit wahrscheinlich noch 3 weitere Gesichter blushen. Ich gebe mir das auch hier so ein bisschen hin für diesen natürlichen Rosy-Touch-Effekt. Und hier, Freunde, wow, schönste Stelle für Blush ist zwischen den Augen. Ich weiß nicht warum, aber es sieht einfach so schön aus. Okay, und jetzt tatsächlich in Kombination mit dem Bronzer und dem Blush sehe ich aus, als wäre ich gerade aus dem Urlaub zurück. Er ist recht hell, der Blush. Also falls ihr etwas dunkler seid, könnte das ein bisschen schwierig werden. Aber für etwas hellere Häutchen ein sehr, sehr schönes Produkt. Ein ganz, ganz feiner Schimmer. Also der ist so fein, dass man ihn fast nicht wahrnimmt. Ihr seht ihn jetzt wahrscheinlich verstärkt durch diese 20.000 Lichter hier. Hier ist ja an jeder Ecke Licht. Und fühlt sich sehr, sehr weich an. Hyaluronsäure in Produkten, sign me in, bin ich bereit. Möchte ich haben. Ich überlege, jetzt machen wir jetzt weiter mit den Lippenstiften. Da swatche ich euch auch alle 3 auf den Lippen. Wir machen erstmal weiter mit der Lidschattenpalette. Und da bin ich gespannt. Denn das ist das Magic Finish Satin Eyeshadow Set. Da sind 4 Farben mit drin. Sieht einmal so aus. Also das ist eine sehr, sehr schlichte Lidschattenpalette. Und einfach diesen erwachsenen Look heute auch schminken. Ich habe einen Pinsel, der hat keine Farbe mehr dran. Das ist nur noch, wie heißt das? Gestained, der Pinsel ist voll. Und ich gehe in diese Rosé-Farbe. Was ist denn in den Lidschatten eigentlich drin? Hier ist auch Hyaluron. Doch, hier ist auch Hyaluronsäure drin. Hohe Farbintensität, perfekter Halt. Hier ist auch so eine kleine Look-Inspiration drin. Die Farbe gebe ich mir in meine Lidfalter und blende die einmal aus. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass wirklich Farbe abkommt. Sehr zart. Aber die sind ganz, ganz weich. Also die sind... Die sind matt, die Farben, aber die sehen so ein bisschen feucht aus. Okay, also die Farbe ist eine schöne Shade. Man muss so ein bisschen überlegen, wie man damit arbeitet, weil die sind halt extrem weich. Das ist so eine Mischung aus Lidschatten und Creme-Lidschatten, wenn das so ein bisschen Sinn macht, von der Ebenmäßigkeit. Sieht aber auf dem Lid sehr, sehr schön aus. Also es sieht aus, als hätte man einfach nur so einen Hauch Farbe raufgegeben. Okay, schöne, natürliche Farbe. Ich kann mir die Farbe auch als Blush vorstellen, wenn ihr ein bisschen dunkler seid. Also gefällt mir gut. Ist natürlich jetzt, das ist nicht Jeffree Star, Freunde, hier. Das ist mir auch klar. Natürlich sage ich jetzt nicht, die ist aber schlecht pigmentiert. Es ist ja auch gar nicht Ziel von diesem Lidschatten, eine neon-lila-farbene Cut-Crease zu erzeugen. Das ist nie Ziel gewesen. Es geht wirklich darum, um natürliche Looks mitzumachen. Ich meine, sonst würde man auch nicht so natürliche Farben in einer Palette machen. Ich mache das Ganze ja hier auch nicht seit gestern und weiß ja, dass das so ein bisschen zielgruppenorientiertes Make-up ist. Ich nehme jetzt einen etwas flacheren Pinsel und gehe in das dunkle Braun. Und das gebe ich mich... da haben wir unsere Farbe. Krass, habt ihr gesehen, wie intensiv das war? Also ich presse mir das hier nur so hin. Okay, und gebe mir das so in die Lidfalte. Das ist sehr intensiv. Damit habe ich jetzt gerade nicht gerechnet. Mal gucken, ob wir das gleich wieder ausgeblendet kriegen, weil das war jetzt mein Fehler. Blend das Ganze hier jetzt mal aus. Okay, das ist sehr, sehr pigmentiert, Freunde. Also das muss man vorher wissen. Gut, dass ich da bin. Ich probiere das jetzt hier so ein bisschen auszublenden. Und ich kann das Pigment von hier sogar bis nach vorne ziehen, weil es einfach so intensiv ist. Okay, mit einem fluffigen Pinsel kann ich damit gut ausblenden. Ich bin noch so ein bisschen in das andere Braun hier reingegangen, in das hellere. Und das lässt sich auch sehr, sehr gut ausblenden. Ich gehe nochmal mit dem Bordeaux hier rein. Gebe mir jetzt mit meinem Finger... Ne, ich nehme mal dieses Schwämmchen hier in dieses helle... Und gebe mir das hier so ein bisschen auf mein bewegliches Lid. Nee, das mag ich. Ich mag nicht so dieses klassische Helle auf dem Lid. Ich nehme gleich eine andere Farbe. Aber ich gehe einfach nochmal in meinen unteren Wimpernkranz in dieses Braun hier unten.
Ich hätte mir in der Palette vielleicht eine Schimmerfarbe gewünscht, also eine wirkliche Schimmerfarbe in Gold oder so, nicht so hellweiß. Also das finde ich persönlich so ein bisschen überholt, dieses Browbone-Highlighten oder so, das ist nicht so meins. Da wäre ein schönes Kupfer oder so passend zu der Verpackung vielleicht ganz cool gewesen, aber mein Gott, wir haben ja genug Lidschattenpaletten mittlerweile zu Hause. Sehr, sehr intensive Palette, Freunde. Ich gebe mir jetzt, was nehme ich denn? Ich nehme jetzt hier einfach mal so ein Gold oder so, gebe mir das hier rauf. Einfach, dass ich einen anderen Effekt habe. Und dann habt ihr auch wieder einen ganz, ganz anderen Look, ne? Also ja, das ist ja dann nicht mehr nur die Palette, aber wir haben ja andere Farben. Und dann ist das Ganze auch so ein bisschen mehr als dieser schlichte Look. Und das gefällt mir sehr, sehr gut, weil es ist sehr pigmentiert und sehr, sehr weich und ließ sich gut verblenden. Und dann gebt ihr ein Gold einfach mit drauf. Okay, ich glaube, wir machen weiter mit Mascara. Wo habe ich die hingelegt? Hier, das ist einmal die Magic Finish Volume Mascara. Die ist 93,3% bestätigen sofort sichtbar längere Wimpern, bestätigen 96%, bestätigen einen intensiven deckenden Auftrag. Kommt auch passend in diesem Rose Gold Kupfer Gold. Fühlt sich sehr schwer an. Und das ist ein sehr, sehr spannendes Bürstchen. Das ist so ein bisschen dicker, aber die einzelnen Borsten sind recht dünn. Ich gehe jetzt einfach mal mit meiner Wimpernzange durch. Trage mir die auf. Seht ihr schon was? Das ist natürlich immer so ein bisschen doof, wenn man schon Lidschatten drauf hat. Braucht man ein Spiegelchen? Ach krass. Okay. Also schau einmal runter und einmal hoch. Dann könnt ihr es so ein bisschen sehen. Also es hat die Wimpern sehr schön gegriffen und umschlossen. Das macht jetzt nicht so diese dicken Spinnbeinchen. Ich mag das Bürstchen sehr gerne. Umschließt die Wimpern so. Es sind halt so viele Borsten da dran, dass jede Wimper so ein bisschen gegriffen wird. Okay, die werde ich auf jeden Fall weiter austesten. Gefällt mir vom ersten Eindruck recht gut. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, Mascaren beim ersten Eindruck zu sagen, wow, geil, liebste Mascara. Sie sieht aber sehr schön aus. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, dass es zu feucht noch ist. Ich lasse meine Mascara meistens erstmal 3 Stunden offen stehen, bis ich sie dann wieder reinmache, dass so ein bisschen Feuchtigkeit raus ist. Ich finde, das Finish ist dann einfach immer etwas schöner. Jetzt habe ich hier 3 Lippenstifte, Freunde. Und zwar einmal den Satin Lipstick, den Satin Lipstick und den Satin Lipstick in Rosewood, in Red Ruby und in Almond. Kommen auch wieder in der klassischen Rose Gold Verpackung. Das ist einmal die Farbe Almond, ein sehr schönes Nude. Dann haben wir hier einmal die Farbe Red Ruby. Und wir haben hier einmal die Farbe Rosewood. Das ist auch eher so ein Rosenholzton. Ich finde die Farben ganz spannend. Ich würde jetzt als erstes zu diesem Nude hier tendieren. Ich trage jetzt aber die Farbe hier mal auf, weil ich habe sie gerade in der Hand. Ist eine sehr zarte Farbe auf meinen Lippen, fühlt sich aber weich an. In den Lippenstiften sollen übrigens auch 11 pflegende Öle und Wachse mit verarbeitet sein. Extra viele Mikrofarbpigmente erzeugen ein intensives Farberlebnis mit einem seidenmatten Finish. Genau, also es war jetzt nicht so ultra glossy, lippenstiftmäßig, sondern so leicht mattiert. Jetzt nehmen wir mal das Rot hier. Sehr intensiv und ich liebe das Finish. Das ist mattiert, aber nicht zu mattiert. Das ist wie dieser klassische Trick, den man früher gemacht hat, wenn man einen Lippenstift hatte und den ein bisschen matter haben wollte, einfach so ein bisschen abgeblottet zu haben. Genauso sieht das aus, wird dadurch auch etwas länger halten, wenn ihr vielleicht gerade mal eine Brezel beim Bäcker gegessen habt oder so. Es ist natürlich kein kussechter Lippenstift, der die nächsten 12 Stunden hält. Das ist ganz klar. Aber das sind Lippenstifte halt auch nicht. Farbe gefällt mir sehr gut. Und von ich habe keinen roten Lippenstift. Und zu guter Letzt haben wir noch die Farbe Almond. Da bin ich sehr gespannt drauf. Das ist ein bisschen heller. Ich hoffe, dass meine Lippen das jetzt noch mitmachen. Das ist zu hell für mich, finde ich. Ist ein sehr nudiger Lippenstift. Also schlicht. Das ist so meine Lippen. Ein bisschen Farbe, ein bisschen natürlicher. Cute. Okay, Freunde. Und das, Freunde, ist einmal das Ergebnis mit den Asam Beauty Produkten. Ich muss sagen, ich habe es nicht gedacht, dass es für mich so gut funktioniert. Also, das ist natürlich jetzt nicht der klassische Maxim Giacomo blaue Cut Crease und Neon Look, aber es geht ja nicht nur um mich, sondern ich möchte euch die Produkte ja einfach vorstellen. Ich möchte generell eher so ein bisschen davon wegkommen, zu sagen, mir gefällt das nicht, sondern ich zeige euch nur, wie es funktioniert. Und mir gefällt's. Also, ich könnte hier noch so ein bisschen verblenden. Ich glaube, dass das, wenn man es vorher gewusst hätte, dass es
Braun sehr pigmentiert ist, eine sehr, sehr schöne Alltagspalette ist, wo man nicht viel überlegen muss. Mascara gefällt mir auf den ersten Eindruck wirklich sehr, sehr gut. Auch die Textur der Lippenstifte mit den Farben. Ich trage gerne Liquid Lipsticks, aber für den Alltag, für euch vielleicht, ist das eine schöne Alternative. Wovon ich sehr, sehr überrascht bin und auch fast mein geheimer Favorit ist, ist das Magic Finish, dieses Bronzing-Ding. Einfach als ein bisschen so als Dupe auch gesehen. Es war definitiv nicht die Intention von Asam, das zu dupen, aber das ist mir persönlich als Make-up-Enthusiast sofort aufgefallen, dass das Ganze sehr schön geschmeidig und weich gezeichnet ist. Und das sieht halt nicht so cakey und crusty aus. Gefällt mir sehr, sehr gut. Der Blush ist mir persönlich etwas zu hell, aber der Effekt gefällt mir sehr gut. Und ich kann mir vorstellen, dass Asam definitiv mit weiteren Farben rauskommt. Ich habe zum jetzigen Zeitpunkt alle Informationen für euch einmal unten in die Infobox verlinkt. Alle Angebote, alle Codes, alles, was ihr haben wollt. Es gibt einen Code von mir. Ich verdiene nichts an diesem Code. Ich sage es immer wieder, weil es wird ganz oft missverstanden. Freunde, ich freue mich, dass ihr heute hier mit dabei gewesen seid. Ich bin ganz aufgeregt und ich bin gespannt, was ihr zu den Produkten sagt. Lasst mir gerne ein Feedback unten in den Kommentaren da. Schaut bei Asam vorbei. Mein Code gilt auf alle Produkte im April. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Passt auf euch auf.